Ja, kommen wir zum letzten Teil der Vorlesung Rechnungswesen und Controlling. Dieses Bild hier kennen Sie, das hatten wir ganz am Anfang bei der Konzeption des Gesamtmoduls, habe ich Ihnen das erläutert. Und wir hatten dann ja hier so grundlegende Sachen im externen Rechnungswesen, dann die Aufteilung zwischen Verwaltungsinformatik und Wirtschaftsinformatik, internes Rechnungswesen wieder gemeinsam Verwaltungsinformatik und Wirtschaftsinformatik. Und jetzt kommen wir zum Controlling-Teil und da sind auch die Studierenden der angewandten Mathematik dabei. Das heißt jetzt dieser letzte Teil für das Controlling. Und meine damals kurz skizzierte Vorgehensweise terminlich kommt auch ungefähr hin. Heute ist der 14. Mai und hier war angedacht so 17. Mai bis 19.06., also bis zu Beginn des Prüfungszeitraumes. Gleichwohl, ich bemühe mich, vorher fertig zu sein mit dieser Vorlesungsreihe, damit wir dann gemeinsam noch in einem BBB-Meeting uns, würde ich dann alle Unterlagen nochmal durchgehen und Sie können Fragen stellen vor der Prüfung logischerweise. Und daher werde ich zusehen, wie gesagt, dass ich vor dieser Woche 18.06. Fertig bin mit diesem Teil Controlling. Genau, das zur Vorrede. Deswegen auch hier auf dem Deckblatt, Sie sehen es, bis fünf matt. Also jetzt sind alle wieder vereint, wenn man das so ausdrücken möchte. Und natürlich baut das Ganze jetzt, wie Sie sich vorstellen können, auf. Ich habe es ja erläutert in der ersten Veranstaltung sozusagen auf dem Wissen, was schon vorhanden sein sollte und was die Grundlage eben auch bildet aus ja, den Teilen Rechnungswesen ganz allgemein. Ich komme da immer wieder drauf zurück. Und deswegen auch zu Beginn gleich mal ein Einstiegsbeispiel hier, was jetzt Controlling eigentlich macht. Wir haben ja in den Teilen eben Rechnungswesen, also internes, externes Rechnungswesen, viel schon über Preise, Kalkulationen gesprochen, Erfassung der Belege haben wir im externen Rechnungswesen gemacht und so weiter. Jetzt schauen wir uns hier mal ein ganz einfaches Beispiel an. Wir sind hier auf der Hannover Messe und wir betreiben einen Getränkestand und wir haben eine Standmiete von 900 Euro pro Tag. Wir haben ein Angebot von Kaffee, Wasser und Bier und die Preise sind jetzt hier mal festgelegt. Und dann haben wir so das nach Gefühl, also quasi festgelegt, dann haben wir den Einkauf von den jeweiligen Grundzutaten oder Zukauf, jedenfalls ganz einfach auch dargestellt, beim Kaffee pro Becher 20 Cent, beim Wasser sind es 35 Cent und beim Bier eben 40 Cent. Und nach dem ersten Tag ist eben die Aufgabenstellung zu überprüfen, wie wir vielleicht unser Angebot verändern sollten, um den Gewinn für uns natürlich zu maximieren. Es bleibt bei einer Menge von 2100 Stück, das können wir nicht verändern. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass wir Gleichverteilung haben, also 700 Becher Wasser, 700 Flaschen Bier und 700 Becher Kaffee. Die Standmiete beträgt 900 Euro pro Tag und die verteilt sich auf die entsprechenden Anteile zu 70%, 20%, 10% beispielsweise eben, weil das Bier, die Bierkisten mehr Platz wegnehmen als die kleinen Kaffeebecher oder das bisschen Wasser im Becher. So, wenn man das jetzt einfach mal ausrechnet, das Beispiel ist ja nicht besonders schwierig. Wir haben hier zum einen den Verkaufspreis von einem Euro. Das macht dann bei 700 Bechern natürlich auch einen entsprechenden Umsatz von 700 Euro. Beim Wasser sind es 1,60, bedeutet dann auch 1.120, einfach nur ausmultipliziert. Und dann kommen wir zum Bier, 2,20 Euro, bedeutet dann natürlich auch, wir haben jetzt hier 1540 Euro entsprechenden Umsatz. So, jetzt müssen wir uns mal natürlich dazu noch die entsprechende Ressourcenseite sozusagen angucken, weil diese Inhalte bzw. die Vorprodukte natürlich auch gekauft. Das heißt, wir müssen natürlich das entsprechend berücksichtigen bzw. abziehen. Bedeutet hier bei unserem Becher Kaffee 20 Cent, das ist eine Aufgabenstellung so genannt. Das bedeutet natürlich, bei 700 sind das Kosten in Höhe von 140 Euro. Beim Becher Wasser sind das 0,35 Euro, das heißt dann 245 Euro. Beim Bier sind es 40 Cent, macht dann 280 Euro an Kosten, also Einstandspreis, also die variablen Kosten hier für unseren entsprechenden Einsatz der Produktionsmittel. Der Deckungsbeitrag, das kennen Sie aus den vorigen Vorlesungen auch, beläuft sich dann auf 80 Cent hier in dem Fall beim Kaffee, ja, beim Kaffee,
weil wir nämlich einen Becher entsprechenden Verkaufspreis haben. Die variablen Kosten abgezogen, gibt uns einen Deckungsbeitrag von 80 Cent. Dann haben wir den Becherabsatz dann bei 560, also wenn man über alle entsprechenden Anteile rechnet, hier sind es 1,25 Euro, macht dann hier 875 und hier haben wir 1,80 Euro, macht dann 1.260 Euro. Und jetzt haben wir noch unsere fixen Kosten, nämlich die Standmiete pro Tag. Das sind dann natürlich durchgerechnet, wenn ich jetzt diesen Anteil ausrechne, nämlich hier 10% von 900 Euro durch die 700, ergibt dann entsprechenden Anteil natürlich auch von 90 Euro, muss ja so sein, 10% von 900 Euro sind 90 Euro. Das bedeutet natürlich beim Wasser dann 180 Euro, weil es 20% sind und der Rest muss durch das Bier getragen werden, bedeutet jetzt hier 630 Euro. Wie hoch ist dann der Gewinn? Naja, Verkaufspreis minus variable Kosten minus fixe Kosten, relativ einfach ausgerechnet. Hier sind es 67 Cent pro Becher, in Summe 470 Euro. Wir haben hier beim Wasser 99 Cent pro Becher, macht 695 Euro. Und zu guter Letzt haben wir hier den Gewinn beim Bier in Höhe von 90 Cent. Und dann in Summe von 630 Euro, ein Gesamtgewinn von 1.795 Euro. So, ich glaube, das ist relativ einfach dargestellt, erklärt, nachvollziehbar, ist ja ein ganz einfaches Zahlenbeispiel. Jetzt würde ich in der normalen Vorlesung mit Ihnen darüber diskutieren, Mensch, was müssten wir denn jetzt überlegen, um unseren Gewinn, nachdem wir jetzt das hier so aufgeteilt haben, für den nächsten Tag zu erhöhen. So, wenn man jetzt einfach nur auf die Zahlen schaut, könnte man im Affekt sofort sagen, na klar, hier, guck mal, wir haben mit Wasser am meisten Gewinn erwirtschaftet, also sollten wir Wasser pushen und Bier und Kaffee ja, weniger pushen sozusagen. Also wir sollten mehr Wasser verkaufen. Auf den ersten Blick ist das sicherlich das Logischste. Und auch klar, welche Reihenfolge, also erst das Wasser, dann das Bier, dann der Kaffee. Und das machen wir jetzt auch mal. Das sehen Sie dann auf der folgenden Folie. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir reduzieren unsere Menge beim Kaffee auf 200 Becher, bei den Flaschen Bier auf 200 Stück und beim Wasser pushen wir jetzt auf die 1.700 und wir haben natürlich immerhin weiterhin die Gesamtsumme von 2.100 Stück. So, wenn man darauf schaut, wieder ein Becher, 1 Euro, das hat sich ja nicht geändert, 200 Euro Umsatz. Hier haben wir dementsprechend dann 1,60, macht 2.720 Umsatz. Wird natürlich jetzt deutlich mehr das Ganze. Warum? Naja, logisch, weil wir jetzt eine höhere Absatzmenge haben. Wir haben beim Bier 2,20 Euro und dann 440 Euro. So, dann haben wir unsere proportionalen variablen Kosten wieder. Das sind wieder die 40 Euro, jetzt hier bei 200 Stück. Dann haben wir hier 595 Euro. Wir haben 40 Cent, das macht dann 80 Euro. So, der Deckungsbeitrag ist dann hier bei 80 Cent, dort bei 160 Euro in Summe, 1,25 Euro beim Wasser und 2.125 in Summe und beim Bier 1,80 Euro und 360 Euro. So, jetzt haben wir wieder unsere entsprechenden Flächen. Also 45 Cent haben wir jetzt hier entsprechend aufgrund der Verteilung, nämlich bei 200 Bechern. Nämlich verteilt auf die 10%, wieder sind wir in 90 Euro und dann haben wir hier 11 Cent bei 180 Euro und hier haben wir 3,15 Euro bei 630 Euro. Interessant wird jetzt eigentlich, das können Sie alles ausrechnen, nachvollziehen, sich anschauen, wie entwickelt sich jetzt der Gewinn tatsächlich. Wir sehen zum einen hier jetzt 35 Cent natürlich noch als Gewinnmarge pro Becher. Und in Summe eben 270 Euro, nämlich 200 Stück mal 35, gibt dann wieder die 70. Hier haben wir 1,14 Euro, das macht dann 1.945 Euro. Und jetzt aufgepasst, wir sind hier im negativen Bereich, nämlich mit minus 1,35 sozusagen. Ja. Und das bedeutet dann natürlich entsprechend 270 Euro. Im Ergebnis sehen wir dann nämlich Folgendes, dass wir 1.745 Euro jetzt erwirtschaftet haben. Und das ist jetzt das Interessante dabei, ist jetzt, dass wir weniger haben, ja, 1.745 sind in diesem Fall weniger, als wir auf der Vorseite bei einer Gleichverteilung hatten, nämlich 1.795 Euro.
So, und jetzt ist der entscheidende Punkt. Woran liegt das denn? Ja, wenn wir das eigentlich uns mal anschauen, das liegt natürlich hier ganz eindeutig. Wer aufgepasst hat oder sich ein bisschen mit den Themen befasst hat, der weiß das. Das liegt natürlich am entsprechenden Deckungsbeitrag, weil nämlich das Bier einen Großteil der fixen Kosten eben mit den dargestellten Prozentwerten einfach verteilt. Das heißt also, diese Fragestellung einfach nur am absoluten Gewinn festzumachen, ne, welches Produkt ich pushen sollte, die greift natürlich viel zu kurz. Und was ich damit ausdrücken will, oder deswegen dieses Einstiegsbeispiel hier für Controlling, das bedeutet, bei Controlling geht es wirklich darum, sich diese Ergebnisse ja anzuschauen, zu interpretieren, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und so weiter und so weiter. Denn das Zahlenwerk, auch wenn es hier ganz einfach dargestellt ist, ja, da muss ja, wie wir sehen, jetzt hier noch was ganz anderes drin stecken, um zu versuchen, bei nur drei Produkten, bei einer fixen Absatzmenge überhaupt den Gewinn zu maximieren. Auch das ist anscheinend schon eine Herausforderung, wenn wir nur auf dieses Beispiel schauen. Und das ist eigentlich das, was ja so bezeichnend ist hier in dem Fall. Und ich habe hier das Ganze eben als 2 von 3 dargestellt. 3 von 3 wäre jetzt mit Ihnen die Interpretation der Ergebnisse, oder ich hätte jetzt mit Ihnen darüber diskutiert, ein paar Stichworte dazu nochmal aufgeschrieben. Wir sehen eben eindeutig hier, es hat mit dem Deckungsbeitrag zu tun, mit der Verteilung der fixen Kosten natürlich hier. Okay, das soll jetzt nun mal so ein kleiner Einstieg sein. Was macht Controlling eigentlich im Kern? Und ich will mal weitergehen und wir schauen mal hier auf ein echtes Beispiel aus dem Jahr 2019. Also in der Praxis zeigt sich eben, und das sagen auch Insolvenzverwalter ganz oft, also die dann eingesetzt werden, wenn eine Firma ja, in Schieflage geraten ist. Die werden dann entsprechend öffentlich bestellt, diese Insolvenzverwalter. Und die sagen unisono, dass wenn Firmen in Schieflage geraten, dass es ganz oft damit zu tun hat, als das erste Begriff, der fällt, ist mangelndes Controlling. Ja? Und hier sehen Sie das auch nochmal. Ne? Hier ist ein echter Fall, dass hier auch Kreisklinik in die Insolvenz gerutscht ist. Also erstmal hier gibt es ein eklatantes strukturelles Problem. Erst ab August wird die Kreisklinik über ein Controlling verfügen und dann die notwendigen Aufgaben: Soll-Ist-Vergleich, Erstellung von Budgetplänen und Prognosen, Aufbereitung und Übermittlung von Quartalszahlen und so weiter und so weiter. Das hier sind alles Elemente eines Controllings, die in einem Unternehmen und auch in einer Verwaltung, ich will die Verwaltungsinformatiker ja nicht außen vor lassen, absolut existenziell sind. Natürlich gibt es da Unterschiede auch wieder, wenn wir von Verwaltungsinformatik und Wirtschaftsinformatik beispielsweise sprechen. Nämlich in unser Controlling in der Verwaltung oder für die Verwaltung ist sehr stark am Outcome ausgerichtet, also auf der Wirkung für den Bürger, während wir natürlich bei Unternehmen sehr stark auf Gewinnmaximierung, Umsatzerhöhung und so weiter schauen. Die Zielrichtungen, die grundsätzlichen unterschiedlichen Zielrichtungen zwischen einer Verwaltung und einem Unternehmen werden auch hier wieder ganz eindeutig klar und der Instrumenteneinsatz richtet sich nach dem Geschäftszweck natürlich. Und dieser Geschäftszweck ist eben einmal Gewinn erzielen und beim anderen eben Wirkung, Outcome für die Gesellschaft zu erzeugen. Also hier sehen Sie auch wieder nur ein Praxisbeispiel. Da könnte sich jetzt hunderte von Praxisbeispielen zu ziehen. Ja? Also das finden Sie ganz, ganz oft, die Notwendigkeit von Controlling. So, zur Literatur. Nur kurzer Hinweis. Ich glaube nicht, dass Sie separate Literatur brauchen, aber standardmäßig ist Peter Horvath Controlling, das ist das Standardwerk. Ja, ich habe ja auch mal für die Firma Horvath auch mal gearbeitet oder arbeite bis heute auch für diese Firma unter anderem noch. Dann haben wir Kühnberg, ist auch ein Klassiker, was Kostenrechnung betrifft, WÖ, allgemeine BWL und so weiter und so weiter und so weiter. Also Horvath steht hier und da, weil also das Buch wird immer wieder neu aufgelegt. Das erscheint dauernd neu. Ich komme gar nicht mehr hinterher. So, dann haben wir hier aber auch sowas hier mit IT-Controlling und das werden Sie natürlich sehen. Ich konzentriere mich an vielen Stellen eben auf IT-Controlling, weil das Sie auch natürlich alle entsprechend ja, in der Praxis betreffen kann. Genau, und gehen wir mal einen Schritt weiter. Was haben wir jetzt so an Grundlagen? Wir haben natürlich einerseits unser Ausgangsbild wieder. Wir haben im externen Rechnungswesen die Erfassung der Geschäftsvorfälle. Sie erinnern sich sicherlich daran oder hoffe ich jedenfalls, dass es bei der Erfassung eines Geschäftsvorfalls darum ging, dass wir eine Vermögensveränderung in unserem oder für unser Unternehmen oder unsere Verwaltung einfach haben.
Und da haben wir eben das ganze ersten Teil gehabt mit diesem externen Rechnungswesen. Dann haben wir über die Kosten- und Leistungsrechnung gesprochen. Und deswegen ist dieses Eingangsbild eben, ja, die Zahlenbasis für das Controlling. Alles, was hier rausploppt, kann Controlling-relevant sein, beziehungsweise ist es auch. Und jetzt geht es eben um die weitere Interpretation der Zahlen und auch natürlich noch weiterer inhaltlicher Zahlen, die wir hinzufügen. Da zeige ich Ihnen gleich auch ein paar Beispiele dazu. So, und deswegen finde ich dieses Zitat auch so schön. Die Welt lässt sich ohne Zahlen nicht verstehen, sie lässt sich aber auch nicht mit Zahlen alleine verstehen. Und genau das ist der Punkt jetzt auch. Wir wollen ja jetzt schauen, was sind denn eigentlich so die Informationsquellen, neben dem, was wir jetzt schon in den vorigen Vorlesungen im Rechnungswesen gelernt und erarbeitet haben. Und das sehen wir auf der nächsten Darstellung. Da rückt eben dieses Bild, dieses hier, ja, wenn Sie das jetzt beobachten, eben hier unten rein. Wir haben also interne Informationsquellen, typischerweise unser Rechnungswesen. Aber wir haben auch weitere Informationsquellen. Also separat außerhalb des Systems werden beispielsweise Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt. Diese sind in der Verwaltung sogar vorgeschrieben, aber die Unternehmen machen das natürlich auch. Wenn sie vor Investitionsentscheidungen stehen, muss man sich ja entscheiden, wenn man beschränkte Ressourcen hat, was man eigentlich prioritär behandeln will. Das ist natürlich auch eine Quelle für ein solches Controlling. Customer Relationship, da bringe ich Ihnen auch gleich ein schönes Beispiel von der Lufthansa, bezieht sich eben darauf, dass ich Informationen über den Kunden in unserem ja, Beziehungsmanagement mit dem Kunden natürlich auch brauche, um Empfehlungen für die Steuerung der Organisation wirklich auch aussprechen zu können, was eben ein Kern von Controlling einfach ist. Dann gibt es den Begriff der Ergebnisrechnung, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, welche Richtung das gehen kann, also einzelne Ergebnisse von einzelnen Produkten, Regionen oder ähnliches. Und das ist eben das, was wir typischerweise hier als, sage ich mal, interne Informationsquellen zur Verfügung haben. Sicherlich gäbe es vielleicht noch das ein oder andere Beispiel dazu, aber das sind so die wichtigsten Informationsquellen intern, um eben meiner Steuerungsanspruch beziehungsweise meinen entsprechenden Anspruch an die Arbeit eines Controllers wirklich ausüben zu können. Jetzt geht es aber weiter und da haben wir noch gar nichts von behandelt. Wenn wir an unsere Rechnungswesen-Vorlesung denken, haben wir das hier gar nicht behandelt. Nämlich beispielsweise Informationen externe, wie sich ein bestimmter Markt in Zukunft entwickelt, also Marktforschung beispielsweise. Wie entwickelt sich Politik in welche Richtung? Wir sehen doch jetzt als Beispiel gerade, dass sich ein, ich sag mal, grüner Mainstream so ein Stück weit in der deutschen Gesellschaft breit gemacht hat. Die Umfragen aktuell, wenn Sie auf die mehr anscheinend jetzt aktuell heute noch jedenfalls eine grüne Partei eben am meisten Stimmen kriegen würde. Das muss in 3 Monaten kann das anders sein. Aber aktuell, wir sehen einfach einen Mainstream, der in Richtung ja, Nachhaltigkeit sich entwickelt. Wenn ich das weiß, und das sehen wir ja in Deutschland, was heißt denn das dann für mein Unternehmen? Das heißt doch für mich als, sagen wir mal, wir sind Fuhrunternehmer, wir haben einen Logistikbetrieb mit LKWs. Da sollte ich mir jetzt schon mal Gedanken machen darüber, wie ich es schaffe, diesen Ausstoß oder den Verbrauch meiner Fahrzeuge zu senken. Oder sollte ich nicht vielleicht grundsätzlich in neue Fahrzeuge investieren? Weil es ist doch zu erwarten, dass wenn dieser grüne Mainstream, egal ob die Grünen die Wahl gewinnen oder nicht, sich ja bei den anderen Parteien auch durchsetzt, dass regulatorisch irgendwas auf mein Fuhrunternehmen zukommen wird. Ja, weil eben Logistik und dann dieses ganze Transportieren, der hohe Energieverbrauch und so weiter und so weiter, bringen mich da jetzt nicht in eine gute Stellung. Also sollte ich vielleicht proaktiv was tun. Das ist so ein ganz kleines Beispiel, logischerweise, wie Sie sich vorstellen können. Aber darum geht es, weitere Informationen zu sammeln, aufzubereiten, um dann eben durch das Controlling dargestellte Steuerungsentscheidungen für die Leitung eines Unternehmens wirklich vorzubereiten. Darum geht es im Kern. Und deswegen können auch weitere Sachen hinzukommen. Volkswirtschaft, sehen wir doch gerade, was passiert. Covid ist ja immer noch am Start, so möchte ich es mal ganz positiv formulieren, in Anführungsstrichen. Aber wir wissen doch, was passiert. Es wird Nachholeffekte geben. Ja? Wenn ich jetzt ein Reiseunternehmen bin oder ein Reisebüro bin, ja, dann sollte ich vielleicht jetzt darüber nachdenken, zusätzliches Personal einzustellen, weil es ist nur eine Frage der Zeit, ja, wann die Reisebüros überrannt werden.
Es ist eine Frage der Zeit für das Controlling in einem Reiseunternehmen, ob ich nicht jetzt schon mal die Preise anheben sollte, weil irgendeiner kauft es ja sowieso mein Reiseangebot. Und so weiter. Ich will nur darauf hinaus, jetzt führen wir das Ganze hier zusammen, sowohl die internen Quellen als auch die externen Quellen und haben dann die Informationen, um ein Unternehmen und eine Verwaltung auch vernünftig steuern zu können. So, und deswegen will ich mal auf dieses schöne Einstiegsbeispiel der Lufthansa hinaus, was ich immer sehr, sehr gerne nehme. Also, was macht eigentlich die Lufthansa? Ich glaube, wir sind uns alle einig, deswegen kann man es auch gut nachvollziehen. Wir bieten Flüge an. So, und was ist so das Geschäftsmodell einer Lufthansa? Oder was macht die aus? Was machen die? Die bieten typischerweise eben, ist eine Linienfluggesellschaft, keine Billig-Airline. Ja? Die fliegen zum Beispiel Mallorca gar nicht an. Und natürlich ist es so, dass wenn Sie sich das Produkt überlegen, das Produkt ist ja einfach nur, komme von A nach B. Ja? Und auch die Qualitätsunterschiede bei dem Produkt unterscheiden sich nicht zwischen Lufthansa oder eben, sagen wir mal, ja, wie heißen die ganzen Billigflieger? Eurowings oder keine Ahnung, jedenfalls, Sie wissen, wen ich meine da. Oder Ryanair ist ein gutes Beispiel. Die Maschinen sind typischerweise, also, oder werden nach internationalen Standards gleich gewartet. Das heißt also, das ist nicht so, dass Ryanair jetzt einfach mal bei der Wartung sparen kann oder so. Das geht nicht. Ja? Da haben die Aufsichtsbehörden natürlich, um das alles sicherzustellen, ein ganz, ganz großes Augenmerk darauf. Das heißt also, eigentlich ist das Produkt doch zwischen Ryanair und Lufthansa eigentlich total identisch. Bring mich von A nach B. Aber trotzdem gibt es horrende Preisunterschiede. Lufthansa ist deutlich teurer beispielsweise als so eine Ryanair. Irgendwo muss es aber doch herkommen. Und was macht es eigentlich im Kern dabei aus? Was klar sein sollte, ist natürlich, dass die Mallorca-Flieger logischerweise von Touristen natürlich genutzt werden. Der Tourist ist ja ein typischer Nicht-Vielflieger, so will ich das mal ausdrücken. Das bedeutet also, der fliegt vielleicht ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub und hat damit eben auch an dieses Flugprodukt oder an die Marke, die da fliegt, überhaupt keine persönliche Bindung. So. Also ist entscheidend natürlich, dass man nicht die paar Touristen, die da einmal im Jahr fliegen, als sage ich mal, Kern, Zielgruppe hat, sondern die, die viel fliegen. Ja? Die viel fliegen, das sind die Entscheidenden. Also Geschäftskunden, die machen es aus. Diese können nämlich ganz individuell auch darüber entscheiden, bei wem sie buchen. Also wenn ihr Arbeitgeber ihnen sagt, sie müssen da und dahin, ja, dann müssen sie, also typischerweise ist es so in den Unternehmen, dann haben die natürlich irgendwelche Rahmenverträge mit irgendwelchen Airlines natürlich ausgehandelt oder mit der Deutschen Bahn. Und dann können sie über ein Portal typischerweise ihre Reisen entsprechend buchen. Und das heißt also beispielsweise, wenn sie dienstlich nach Portugal fliegen müssen, nur mal als Beispiel, und dann sagt ihr Arbeitgeber, nee, fliegt mal mit Ryanair über London, ja, weil das ist günstiger. Dann werden sie eben auch sagen, dem lieben Arbeitgeber, du hast ja wohl einen Vogel, dann flieg doch selber hin. Ja, also natürlich ist es so, dass dann auch der Arbeitgeber ja darauf achten muss, dass natürlich das Ganze auf der einen Seite wirtschaftlich ist, aber auch, dass er seine Mitarbeiter natürlich nicht verletzt. Und das bedeutet typischerweise, kann man das alles eigenständig buchen, hängt ja auch vom Wohnort ab und so weiter. Das heißt also, entscheidend ist diese Bindung der Geschäftskunden. Und das bedeutet, und das sehen Sie jetzt hier in diesem Bild auch, ich war ja früher auch mal oder sehr, sehr viel unterwegs beruflich, und Sie sehen das jetzt hier auch nochmal, dieses System von Miles and More, ja, das ist das älteste Kundenbindungsprogramm, was man, sage ich mal, im mitteleuropäischen Raum weiß. Das alles, also alles, was Sie mit Payback haben oder mit anderen Guthabenkarten, das ist alles schon. Gab es alles schon und das älteste davon ist Miles and More. Und Sie sehen hier zwei Dinge. Zum einen eben Prämienmeilen und zum anderen eben Statusmeilen. Prämienmeilen bedeutet, man kann mit diesen Flugpunkten dann beispielsweise selber wieder umsonst fliegen. Das dürfen Sie dann auch privat behalten. Das ist auch richterlich abgesichert gewesen oder ist abgesichert, damit das kein geldwerter Vorteil von dem Arbeitgeber ist. Das dürfen Sie privat behalten. Und dann gibt es die zweite Kategorie hier, die Statusmeilen. Statusmeilen hat dann wirklich etwas mit Status zu tun. Da gibt es bei den ganzen Fluggesellschaften, die solche Systeme einsetzen, unterschiedliche, sage ich mal, Wichtigkeitsgruppen der Kunden.
Und dann können Sie halt bei der Lufthansa, sind das vier, können Sie halt, ich glaube, es gibt Silber, Gold und keine Ahnung was. Jedenfalls gibt es so einen Platin-Status natürlich auch. Und abhängig von diesem Status dürfen Sie beispielsweise in den Flughäfen in die Lounge rein. Da gibt es dann freies Essen, freies Trinken. Also, Sie können sich da schon relativ gut vergnügen, was für Geschäftskunden aber auch wichtig ist, dass Sie sich an den Tisch setzen können, immer was arbeiten können. Gerade wenn Sie vielleicht auch ins Ausland fliegen müssen und so weiter und Zwischenstopps haben. Also es ist auch einfach wichtig. Das heißt also, Statusmeilen sind natürlich gut. Erstens fürs Ego, zweitens fürs Gesamtüberleben. Ja, also ich bin immer sehr gern beispielsweise in München gewesen, in der Lounge. Warum? Weil da gab es immer schöne Weißwürste und Brezeln und natürlich frisches bayerisches Bier und so weiter. Also da konnten Sie sich echt immer gut gehen lassen. Also die Lounges in den unterschiedlichen Flughäfen sind auch sehr unterschiedlich. Worauf will ich also hinaus? Für die Lufthansa, die ja ein Produkt anbietet wie Ryanair, bedeutet das natürlich, dass entscheidend ist, dass die Geschäftskunden, die viel fliegen, dass die immer bei der Lufthansa buchen, weil die sind nämlich nicht preissensibel. Der entsprechende Kunde, der nach Mallorca noch fliegen will und Billigurlaub machen will, der ist preissensibel. Wir wollen aber keine preissensiblen Kunden, sondern wir wollen Kunden, die bei uns auch eben bereit sind, weil sie selber gar nicht bezahlen müssen, was ja der Arbeitgeber bezahlt, dauerhaft bei uns bleiben und in die Lufthansa, Flugzeuge einsteigen. Und da ist dieses System natürlich entscheidend. Ja? Nämlich das System, wie oft fliegt dieser Kunde mit mir, wie wichtig ist er mir, wie oft frequentiert er mich. Und über diesen Status, ja, gerate ich immer höher bis zu diesem höchsten Status, den es wirklich gibt bei der Lufthansa. Da werden Sie dann persönlich am Terminal abgeholt und mit einem Porsche einzeln zum Flugzeug gefahren. Ja, mein Bruder hat diesen Status mal gehabt. Der fand das immer sehr, sehr gut. So, worauf will ich hinaus? Das Interessanteste oder das Wichtigste ist doch jetzt für die Lufthansa nicht ihr Produkt. Natürlich ist das Produkt auch wichtig und natürlich kalkulieren die auch mit dem Kerosin und den Preisen und hin und her. Aber das hier, die Kundenbindung. Das ist das Entscheidende, damit eben bei diesem substituierbaren Produkt Flugdienstleistung die Leute eben nicht in die Ryanair-Maschine einsteigen. Das ist doch das Entscheidende. Und hier können Sie dran erkennen, natürlich hat die gute alte Lufthansa auch eine Bilanz und hat auch ein externes Rechnungswesen. Aber entscheidend für den Geschäftserfolg ist die Kundenbindung hier. Ja? Das ist entscheidend. Und deswegen schaut man sich genau hier den Kunden an. Man hält ihm die Mohrrübe eines Status. Die Mohrrübe, dass man dann umsonst mal durch die Weltgeschichte fliegen kann, vor die Nase. Und das ist doch das Entscheidende am Ende des Tages, wie wir unsere Ziele als Organisation erreichen, nämlich Umsatz steigern, Gewinn erwirtschaften. Hier, der Schlüssel liegt hier bei Miles & More, der Lufthansa. Und das führt mich auch gleich zu dem Thema, wie gestaltet sich denn jetzt Controlling? Und wie gesagt, hier ist diese Informationen über den einzelnen Vielfliegerkunden ist so entscheidend für den Geschäftserfolg, dass man eben diese Zahlen und die Informationen natürlich unbedingt nutzen muss, um auch am Markt überhaupt überleben zu können. Das führt mich jetzt genau zu dem Thema eben der Ziele. Und dieses Bild hier ist eben von Horvath oder nach Horvath aus dem Standardbuch. So und in so ähnlicher Form finden Sie das auch natürlich in anderen Büchern. Aber entscheidend ist jetzt Folgendes. Wir haben natürlich immer Unternehmungsziele. Das sind natürlich bei einem Unternehmen ganz klar Umsatzgewinn. Bei einer Verwaltung wäre das hier nicht Gewinn, sondern wahrscheinlich oder typischerweise eben Wirkung erzielen. Also bei der Polizei, nehmen wir mal ein Polizeibeispiel, angenommen, das wäre jetzt hier die Polizei, wäre das Unternehmensziel Verbrechensbekämpfung. Ja? Also auch das passt wieder, hier aber links jetzt in diesem Beispiel natürlich klar auf die Unternehmen ausgerichtet. Es gibt eben interne und externe Einflussfaktoren, von denen habe ich gerade gesprochen. Das war dieses Beispiel, wenn wir den grünen Mainstream haben, dann sollte ich mal darüber nachdenken, was das für meine Unternehmensziele eigentlich bedeutet. Nämlich vielleicht als Fuhrunternehmer sich neuen Antrieben, neuen Systemen einfach zu öffnen. So, das ist die eine Dimension, die Sie jetzt hier oben sehen. Und dann haben wir hier im zweiten eben das Führungsziel. Das ist nämlich dann auch für die Führungskräfte gedacht, also die Umsetzung, Übersetzung der Unternehmensziele in tatsächliche Führung. Also, dass die Vorgesetzten jetzt auch klar wissen, worum geht es
Und das Sie dann entsprechend auch administrieren und durchsetzen in der Organisation. Daraus leitet sich dann wiederum auch das Controlling-Ziel ab, nämlich sicherzustellen, dass die Ziele umgesetzt werden und gleichzeitig, dass die Führung diesen Anforderungen und dieser Umsetzung der Ziele überhaupt gerecht werden kann. Deswegen steht hier Sicherung und Erhalt der Koordinations-, Reaktions- und Adaptionsfähigkeit der Führung. Also hier die Informationen bereitgestellt, damit hier die Führung ihren Anspruch überhaupt nachkommen kann. Dafür braucht man natürlich ein entsprechendes System. Das heißt, also hier steht das Controlling-System. Da haben wir einmal Informationen, brauchen wir sowohl vom Unternehmen selbst, aber auch natürlich von außen. Und wir haben ein Planungs- und Kontrollsystem, was wirklich auch ganz operativ prüft, sind wir denn auf dem entsprechenden richtigen Weg. Da haben wir natürlich dann hier unten nochmal einerseits eben Güter, die wir erstellen und natürlich Geld, was wir in der Organisation bewegen. Deswegen finde ich dieses Bild hier so schön, auch wenn es natürlich sehr theoretisch anmutet und ich nicht in einer Klausur jetzt dieses Bild abfragen würde, da können Sie sich darauf verlassen. Aber ich will Ihnen jetzt zum Einstieg eben klar machen, worum geht es eigentlich im Kern. Und deswegen habe ich jetzt hier mal gleich ein Beispiel dann so mit reingebaut, damit man das auch ein bisschen konkreter hat, nicht so abstrakt. Das ist hier das Ziel des Ganzen. Und schauen wir mal drauf. Also wir gehen mal davon aus, es gibt eine Marktstudie, die besagt uns, der Markt für IT-Dienstleistungen wächst im kommenden Jahr um 10%. Das ist die Wirkung von außen, die da jetzt reinkommt. So, da wir ein ambitioniertes Unternehmen sind, sagen wir natürlich, wir wollen nicht 10% steigern, sondern wir wollen 15%. Übrigens ist das auch gar nicht so weit hergeholt. Diese Analysen gibt es wirklich. Ja? Also branchenbezogene Marktanalysen gibt es von spezialisierten Anbietern. Das heißt also, da richtet man sich wirklich ganz oft danach aus, was so die Marktentwicklung betrifft. Das heißt also, wenn der Markt 10% schafft, wollen wir 15% schaffen. Machen wir ganz einfach, nämlich Umsatzwachstum für das kommende Jahr um 15%. Was muss ich tun, um 15% zu erreichen? Ich glaube, eins ist doch schon mal ganz logisch, wenn ich jetzt an die Führung denke. Ich kann 15% Umsatz nur erwirtschaften, wenn zum Beispiel meine Mitarbeiter so geführt werden, dass sie nicht einfach weggehen. Also das soll heißen, mein Führungsziel ist, behandle Mitarbeiter gut, damit die auch hier die 15% mit erwirtschaften können. Aber es kann zum Beispiel auch bedeuten, wir müssen neu einstellen. Vermeidung von Fluktuation habe ich gerade schon angesprochen, also es darf uns keiner abhanden kommen. Und wir brauchen zusätzliches Personal, um diese 15% auch wirklich erbringen, leisten oder den Umsatz erzielen zu können. Das heißt also, was muss dann eigentlich Controlling tun, um damit die hier das hinkriegen? Personalneueinstellung, Vermeidung von Fluktuation. Zum einen natürlich die Beobachtung der Stimmung im Unternehmen, was man auch typischerweise macht, nämlich Mitarbeiterbefragungen beispielsweise durchführt regelmäßig, machen alle größeren Unternehmen. Das zweite ist hier, wenn ich über Neueinstellung und Personal nachdenke, erst meine Marktanalyse vom Arbeitsmarkt. Finde ich denn das geeignete Personal überhaupt auf dem Arbeitsmarkt? Wer sind unsere Konkurrenten, wenn wir Leute anwerben wollen? Und so weiter und so weiter. Hier, Controlling ist dafür zuständig, Informationen bereitzustellen, damit die Führung ihren Aufgaben nachkommen kann. So, wie macht man das dann ganz konkret? Informationssystem, natürlich Daten aus der Personalabteilung. Beispielsweise, wie hoch ist die Fluktuation in den vergangenen Jahren gewesen? Wie viel müssten wir also in Summe einstellen? Es gibt ja auch bei vielen Unternehmen, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, gibt es, Entschuldigung, gibt es Gespräche, so Abschlussgespräche, wo man fragt, Mensch, warum gehst du weg von uns? Da kann man unheimlich viel daraus lernen, eben für die Führung, für den Umgang mit den Mitarbeitern und so weiter. So, was müssen wir weitermachen im Controlling-System? Natürlich die Daten analysieren, wir müssen die Daten entsprechend aufbereiten, wir müssen Berichte erstellen, wir müssen Ideen entwickeln für die Personalgewinnung. Da kann dann auch rauskommen, keine Ahnung, wir müssten zu einer Jobmesse mal fahren oder wie auch immer. Also alles vorzubereiten, damit die Führung ihren Aufgaben nachkommen kann. Und natürlich brauchen wir ein Planungs- und Kontrollsystem, wo wir zum einen natürlich Budgets für die Personalgewinnung und das Personalmarketing brauchen. Weil wie will ich denn Leute einstellen und Umsatz erwirtschaften, wenn ich kein Budget für Personalgewinnung oder Personalmarketing habe? Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Und so können Sie eben dieses Controlling-System in Summe erstmal nachvollziehen. Und wir schauen dann, also nicht mehr heute, aber dann eben hier auf diese Folie, dieses gesamte
Konstrukt oder dieses Controlling-System an sich muss ich im Gesamtkontext erklären. Das dauert ein bisschen und daher würde ich jetzt hier erstmal eine kleine Unterbrechung machen. Und ja, bleiben Sie mir alle natürlich gesund. Wir sehen uns dann die nächste, hoffentlich mal wieder persönlich. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.